Drucksensor HS21 von Bosch, Formelumstellung Arduino-Programm. Laut Hersteller besteht zwischen Druck, Versorgungsspannung und Ausgangsspannung folgender Zusammenhang: UA gleich US mal in Klammern 4,55 mal P minus 46 durch 900. US ist die Speisespannung in Volt und P ist der absolute Druck in Kilopascal. Da 1 Kilopascal 10 Hektopascal und US 5 Volt ist, ergibt sich durch Einsetzen von US 5, wenn wir 4,55 durch 10 dividieren, haben wir 0,455. Wir erhalten die Formel UA gleich 5 mal in Klammern 0,455 mal P minus 46 durch 900. 5 passt in die 900, 180 mal, wir erhalten diese Formel. Um den Druck in Hektopascal aus der Sensorspannung zu berechnen, wird die Formel nach P umgestellt. Dazu multiplizieren wir zunächst mit 180, addieren 46 und dividieren durch den Faktor vor P und erhalten P gleich 180 mal UA plus 46 durch 0,455. In unserem Programm verwenden wir diese Formel. Um nicht durch 0,455 dividieren zu müssen, multiplizieren wir einfach hier mit 1000 und können dann durch 455 dividieren. Die analoge Spannung des HS21 wird mit dem Arduino vom AD-Wandler gemessen, in die Sensorspannung und diese in den Druck in Hektopascal umgerechnet und auf einer LCD-Anzeige mit 16 Spalten und 2 Zeilen ausgegeben. In der ersten Programmzeile wird die Bibliothek zur Ansteuerung der LCD-Anzeige verwendet. Der Drucksensor HS21 ist an den Analog-Pin 0 angeschlossen. Und die Bibliothek wird diesen Pins des LCD-Displays zugeordnet. Im Volt-Setup-Teil wird die LCD-Anzeige auf 16 Spalten und 2 Zeilen festgelegt. In der Hauptschleife wird die Ausgangsspannung des Drucksensors mit Analog-Read in einen Digitalwert umgewandelt, mit P mal 5 durch 1023 die Sensorspannung berechnet und mit 3 Nachkommastellen in der ersten Displayzeile ausgegeben. Aus der Sensorspannung wird in der folgenden Programmzeile der Druck in Hektopascal berechnet und anschließend in der zweiten Zeile der LCD-Anzeige ausgegeben. Nach einer Pause von 0,5 Sekunden wird die Schleife erneut durchlaufen. Hier seht ihr den Schaltplan in Arduino, oben die LCD-Anzeige. Über den 10 Kiloohm Widerstand lässt sich der Kontrast einstellen und hier über die beiden Pins, wenn die angeschlossen sind, auch die Beleuchtung. Unten ist der Drucksensor HS21 angeschlossen, der arbeitet mit 5 Volt und sein Ausgang ist mit Analog-Pin 0 des Arduino verbunden. Drucksensor HS21 Darstellung UA gleich F von P. In der Tabelle und der grafischen Darstellung ist ein Teil der Kennlinie des verwendeten Drucksensors zu sehen. Die Luftdruckwerte von 990 Hektopascal bis 1032 Hektopascal sind folgenden Sensorspannungen zugeordnet. Im Diagramm ist die Sensorspannung in Volt über dem Druck in Hektopascal aufgetragen. Bei 1011 Hektopascal erzeugt der Sensor eine Spannung von 2,3 Volt. Da ich den Sensor HS21 unter anderem zur Druckmessung einsetze, den eine Wassersäule erzeugt, füge ich folgende Vorüberlegungen mit 2 Aufgaben hinzu. In diesem Zusammenhang beschreibe ich auch das Prinzip eines Quecksilberbarometers. Falls euch dieser Teil nicht interessiert, überspringt ihn und schaut euch die Versuche mit dem Drucksensor an. Das Schaubild der internationalen Höhlenformel zum Ende des Videos solltet ihr aber nicht auslassen. Formelentwicklung P gleich F von Rho H G. P ist der Luftdruck, Rho ist die Dichte der Flüssigkeit, H die Höhe der Flüssigkeitssäule und G die Erdbeschleunigung. Wir erinnern uns an die Formeln aus der Schule. F ist M mal G, also Kraft ist Masse mal Erdbeschleunigung, die Gewichtskraft. Die Masse ist Dichte mal Volumen, M ist Rho mal V. Wir setzen diese beiden Formeln jetzt zueinander zusammen, indem wir M durch Rho mal V ersetzen. Wir erhalten F gleich Rho mal V mal G. Wir haben ja hier eine Flüssigkeitssäule. V ist Grundfläche des Behälters mal Höhe der Flüssigkeitssäule. Wir ersetzen in dieser Formel V durch A mal H und erhalten F gleich Rho mal A mal H mal G.
Schließlich ist der Druck definiert als Kraft durch die gedrückte Fläche. Wir ersetzen in dieser Formel F durch Rho mal A mal H mal G. Wenn wir durch A dividieren, entfällt A in der Formel und wir haben P gleich Rho mal H mal G. Erste Aufgabe. Welche Wassersäulenhöhe erzeugt einen Druck von 10 Hektopascal? Gegeben ist die Dichte von Wasser mit 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter. G, die Erdbeschleunigung, ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. P ist mit 10 Hektopascal vorgegeben. Das sind 1000 Pascal gleich 1000 Newton pro Quadratmeter. Wir suchen die Höhe der Wassersäule. Wir verwenden die Formel Rho mal H mal G gleich P und stellen sie nach H um, indem wir durch Rho mal G dividieren. Anschließend setzen wir die bekannten Größen in die umgestellte Formel ein und erhalten diesen Ausdruck. Dann sortieren wir diesen Ausdruck und sehen hier schon, hier steht einmal Kubikdezimeter und Kubikmeter. Damit wir diese beiden Einheiten gegeneinander kürzen können, wandeln wir zunächst Kubikdezimeter in Kubikmeter um. Ein Kubikdezimeter ist ein Tausendstel Kubikmeter. Damit entfällt hier diese 1000 und wir halten H gleich 0,1019 Newton Sekunde Quadrat durch Kilogramm. Da ein Newton ein Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat ist, hier eingesetzt, ergibt sich die Einheit Meter. H ist also 0,1019 Meter, das sind 10,19 Zentimeter. Die Wassersäule ist 10,19 Zentimeter hoch. Ich habe hier einen Versuch aufgebaut. Unten sehen wir den Arduino. Mit dem Drucksensor HS21 ist der Arduino verbunden. Hier ist das Potentiometer zu sehen, mit dem der Kontrast einstellbar ist. Ich möchte es euch auch mal zeigen. Ich verändere mal den Kontrast, ich schwäche den Kontrast ab und jetzt sieht man gar nichts mehr auf dem Display. Und wenn ich ihn erhöhe, dann kann man die Anzeige jetzt deutlich erkennen. Der Drucksensor ist hier mit diesem Schlauch verbunden und der ist ja auf dieser Seite jetzt offen. Das heißt, es befindet sich noch nicht in diesem wassergefüllten Behälter und deswegen messen wir hier auf dem Display also den normalen Luftdruck. Dieser normale Luftdruck beträgt zurzeit 1008 Hektopascal und der Sensor erzeugt eine Spannung von 2,292 Volt. Aus dieser Spannung berechnet das Programm den Wert in Hektopascal. Ich tauche jetzt diesen Schlauch in den Wasserbehälter ein. Jetzt befindet sich ja in dem Schlauch die Luft. Und wenn ich den Schlauch jetzt in den Wasserbehälter eintauche, dann wird die Luft im Schlauch zusammengepresst. Und dadurch ändert sich auch der Druck. Man sieht 1010 Hektopascal. Jetzt haben wir 1012 Hektopascal, 1014, 16, 1018 Hektopascal. Ich zeige die Wassersäule in Zentimetern, messen wir mal nach, das sind ungefähr 10,3 Zentimeter. Also der Flüssigkeitsstand im Behälter ist 10,3 Zentimeter hoch. Und das entsprach ja auch unserer Rechnung. Ich hebe den Schlauch jetzt langsam wieder hoch. Und dann könnt ihr auch die Druckänderung über der Zeit sehen. Und jetzt befindet sich der Schlauch nicht mehr im Wasser und dann haben wir wieder 1008 Hektopascal. Wenn man den Luftdruck kennt, könnte man den Wasserstand in einem Behälter messen. Im zweiten Versuch seht ihr hier eine Spritze, die ich über den Schlauch mit dem Sensor verbunden habe und zurzeit habe ich hier 1006 Hektopascal bei einer Spannung von 2,287 Volt. Wenn ich jetzt den Kolben der Spritze nach links bewege, müsste der Luftdruck steigen, weil die Luft ja dann zusammengepresst wird. Ich zeige das mal. Wir haben jetzt 1023 Hektopascal. Jetzt gehe ich noch weiter mit der Spritze rein, dann habe ich schon 1052 Hektopascal. Hier habe ich 1078 Hektopascal und hier habe ich, geht es schon auf 1107 Hektopascal. Ich ziehe den Kolben der Spritze wieder zurück. Jetzt habe ich einen Unterdruck bei 987 Hektopascal ungefähr. Und den Druck kann ich noch weiter verringern.
Jetzt bin ich bei 948 Hektopascal. Aber man sieht schon, man kann schöne Manipulationen mit diesem Drucksensor ausführen. Wenn ihr die ganze Messanordnung jetzt mit einem Akku versorgt und euch in einen Fahrstuhl begebt, könnt ihr sogar sehen, wie mit der Höhe der Luftdruck abnimmt. Aufgaben zum Luftdruck. Quecksilberbarometer. Zweite Aufgabe. Ein unten offenes und oben geschlossenes 90 cm langes Glasrohr wird vollständig mit Quecksilber gefüllt und in den ebenfalls mit Quecksilber gefüllten Behälter gehalten. A. Welche Quecksilbersäule ergibt sich bei einem Luftdruck von 1013 Hektopascal? B. Berechne den Luftdruck in Hektopascal, wenn die Quecksilbersäule eine Höhe von 74,38 cm hat. Im Fall A geben wir Dichte des Quecksilbers mit 13,5 kg pro Kubikdezimeter vor. Ebenfalls die Erdbeschleunigung. Der Luftdruck betrug ja 1013 Hektopascal, also 101.300 Pascal oder 101.300 Newton pro Quadratmeter. Wir suchen die Höhe der Quecksilbersäule. Die Formel hatten wir ja bereits umgestellt. Wir setzen die gegebenen Größen in diese Formel ein und erhalten 76,49 cm als Höhe der Quecksilbersäule. Im Teil B gehen wir jetzt umgekehrt vor. Wir geben die Höhe der Quecksilbersäule vor und wollen daraus ermitteln, wie groß der Luftdruck ist. P ist Rho mal Gamma H. Wir setzen wieder die gegebenen Größen in die Formel ein und erhalten 98.505,15 Kilogramm durch Meter mal Sekunde Quadrat. Diese zusammengesetzte Einheit entspricht gerade einem Pascal. Umgerechnet ergibt sich 985,05 Hektopascal als gesuchter Luftdruck. Und damit ist auch das Prinzip eines Quecksilberbarometers beschrieben. Je höher der äußere Luftdruck ist, desto mehr Flüssigkeit wird hier in dieses Glasrohr gedrückt und bei fallendem Luftdruck sinkt diese Hg-Säule. Die internationale Höhenformel habe ich in einer physikalischen Formelsammlung gefunden und wer möchte, kann den Zusammenhang unter anderem genauer bei Wikipedia nachlesen. Der Druck in Abhängigkeit der Höhe ergibt sich mit 1013,25 mal 1 minus 0,0065 mal h durch 288,15 hoch 5,255. P hat die Einheit Hektopascal und h, die Höhe, wird in Metern angegeben. Die Formel hat eine Gültigkeit für die Troposphäre, also für Höhen, die kleiner als 11 Kilometer sind. Um zu zeigen, dass der Luftdruck mit der Höhe abnimmt, habe ich in der Tabelle die Höhen von 0 bis 8500 Metern mit einer Schrittweite von 250 Metern verwendet und den Luftdruck mit der Formel berechnen lassen, um anschließend die Luftdruckwerte über der Höhe grafisch darzustellen. Hier sehen wir die grafische Darstellung, also bei 0 Metern haben wir 1013 Hektopascal. In einer Höhe von 8,5 Kilometern haben wir 330,7 Hektopascal. Mit zunehmender Höhe nimmt der Druck ab. Wie man erkennt, gibt es zwischen dem Druck und der Höhe keinen linearen Zusammenhang. In der Regel weicht der mit der internationalen Höhenformel berechnete Druckwert vom tatsächlichen Luftdruck in der jeweiligen Höhe ab, da dieser vor allem auch von der Lufttemperatur und der Wetterlage abhängt. Während in der internationalen Höhenformel der Jahresdurchschnittswert von 1013,25 Hektopascal und eine Durchschnittstemperatur von 15 Grad Celsius in Meereshöhe zugrunde gelegt wird. Danke fürs Zuschauen.